Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 70, Entschließungsantrag der Fraktion der CDU und Bündnis 90 Die Grünen. Hessen stärkt Geburtshilfe und Hebammenversorgung, Drucksache 20-5544. Und als erstes hat die Abgeordnete Anders von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen das Wort. Bitte schön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Genau eine Woche vor dem Internationalen Hebammentag haben wir hier in Hessen gute Nachrichten für zukünftige Hebammen und Geburtshelfer. Nach einem langen Prozess von über 20 Jahren auf Bundesebene hat Deutschland als letztes EU-Mitgliedstaat die Akademisierung beschlossen, und sie konnte endlich letztes Jahr zum 1.1. in Kraft treten. Auch da sieht man, glaube ich, dass nicht alles sofort, was die EU beschließt, auch umgesetzt wird und dass alles die demokratischen Prozesse in Deutschland auch durchläuft. Ein Studium, das lange umstritten war und dessen Notwendigkeit immer wieder von den Verbänden und Fachleuten massiv eingefordert werden musste. Während deutsche Kliniken immer mehr studierte Hebammen aus dem europäischen Ausland abgeworben haben, dauerte es bis letztes Jahr, dass die gesetzliche Grundlage auf Bundesebene geschaffen wurde. Und umso erfreulicher ist es, dass Hessen mit Nachdruck die Umsetzung vorangetrieben hat. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Alle 120 Ausbildungsplätze, die bisher an den Fachschulen stattfinden, werden kompensiert, und es werden 142 duale praxisintegrierte Studienplätze pro Jahr in Hessen nun angeboten. Das ist ein großartiger Erfolg, weil wir dadurch zeigen, dass wir keine Lücke entstehen lassen, dass die Fachschulausbildung lückenlos in das Studium integriert wird, und das ist ein richtiges Signal an die Hebammen und an die Kreissäle in ganz Hessen. Mit der Hochschule Fulda haben wir ja schon lange einen festen Standort für studierende Hebammen und Geburtshelfer, und das wird nun ausgeweitet. In Kooperation mit der Hochschulmedizin und den Hochschulen für angewandte Wissenschaften kann ein flächendeckendes Angebot auch angeboten werden. Fulda, Marburg, Gießen und Frankfurt werden den theoretischen Teil des Studiums übernehmen, in Kooperation mit allen Kliniken in Hessen, die eben Studierende im Ausbildungsgang auch aufnehmen. Das duale Studium ermöglicht die Integration des intensiven praktischen Teils der Ausbildung und verzahnt es mit dem wissenschaftlichen Studium. Theorie und Praxis werden eins. Das hat nicht nur der Wissenschaftsrat auf Bundesebene gefordert, sondern auch die Hebammenverbände. Und deswegen ist der hessische Weg der richtige und gute Weg, der deutschlandweit auch heraussticht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Akademisierung der Hebammenausbildung ist längst überfällig. Der Beruf der Hebamme ist hochkomplex. Von der Begleitung und Beratung in der Schwangerschaft über die Betreuung unter der Geburt bis zur Nachsorge im Wochenbett und der gesamten Stillzeit liegt das Leben von mindestens zwei Menschen gleichzeitig in den Händen von Hebammen. Die Ausbildung der Hebammen war auch schon immer komplex. Und deswegen war es dringend geboten, die Qualifikation dem europäischen Standard auch anzupassen. Was eher weniger komplex ist, ist die Vergütung von Hebammen. Und auch deshalb ist der Weg der Akademisierung der richtige. Langfristig wird man eine schlechtere Bezahlung von Hebammen im Gegensatz zu anderen akademischen medizinischen Berufen wohl kaum rechtfertigen können. Eine gesunde und gut begleitete Schwangerschaft durch eine Hebamme trägt maßgeblich dazu bei, dass es eine interventionsarme Geburt gibt. Das kann nur mit ausreichend Personal gewährleistet werden, und das braucht es dringend in den hessischen Kreissälen. Eine 1:1-Betreuung ist noch lange nicht Realität.
Das Hessische Hebammengutachten macht deutlich, bis zu durchschnittlich 3 Geburten betreut eine Hebamme gleichzeitig. Aber es ist eben gerade wichtig, dass unter der Geburt eine 1-zu-1-Betreuung intensiv stattfindet. Denn nur so kann auch ein gutes Outcome von Mutter und Kind gewährleistet werden. Deswegen ist es umso besser, dass wir eben mehr Studienplätze als Ausbildungsplätze anbieten. Das ist das richtige Signal an die Hebammen, aber natürlich auch an alle werdenden Eltern in Hessen. Das Studium ist eine wichtige Maßnahme, um die Attraktivität der Hebammen, des Berufs der Hebamme zu steigern. Es wird mehr Weiterentwicklungsmöglichkeiten für Hebammen geben. Und vor allem, und das finde ich einen sehr wichtigen Punkt, ist, dass Hebammen nun selbst ihr eigenes Berufsbild auch erforschen. Es werden Maßnahmen und Methoden intensiver evaluiert werden und ausgewertet werden. Es wird mehr Evidenz in die Geburtshilfe kommen und tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes mit dem ein oder anderen Ammenmärchen auch aufgeräumt werden. Es gibt viele Interventionen, die keiner Evidenz zugrunde liegt. Der wissenschaftliche Blick wird geschärft werden, und davon werden alle Beteiligten profitieren. Sehr geehrte Damen und Herren, ich komme zum Schluss. 60.000 Kinder erblicken im Jahr in Hessen das Licht der Welt. Deren Entwicklungsbedingungen hängen maßgeblich von der Gesundheitsversorgung ihrer Mütter ab. Deswegen ist es wichtig, dass wir diesen Schritt gegangen sind. Deswegen ist es gut, dass wir mehr Plätze geschaffen haben und auf einem richtigen Weg in Hessen sind. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Abgeordnete Anders. Als nächstes hat der Abgeordnete Pürsün für die Fraktion der Freien Demokraten das Wort. Bitte schön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es wurde Zeit, dass wir hier wieder einmal über Hebammen und Geburtshilfe sprechen. Allerdings frage ich mich, was Sie, werte Kolleginnen und Kollegen der Fraktion der Grünen, uns mit diesem Setzpunkt sagen wollen. Zuletzt debattierten wir hier im September vergangenen Jahres über den Hebammenmangel. Was genau hat sich denn seither getan? Es gab im letzten Jahr einen runden Tisch, es gab ein Gutachten, was es nicht gab, sind Verbesserungen. Weder für die Hebammen und die Beschäftigten in der Geburtshilfe noch für die Mütter und Väter. Jetzt hat die Kollegin Anders ja das Studium angesprochen. Da haben wir uns vor kurzem darüber ausgetauscht in der Fragestunde. Auch da müssen wir ganz klar sagen, viel zu lange ist nichts passiert. Die Landesregierung war sehr lange nicht auskunftsfähig, was in dieser Hinsicht passieren soll. Und wir haben weiterhin die Gefahr, dass ein Abschlussjahrgang verloren geht, und das wäre eine weitere Verschlechterung der Situation in der Geburtshilfe und bei der Versorgung mit Hebammen in Hessen. Insofern bleibt nur die Hoffnung, dass dieser Setzpunkt mangelnder Kreativität geschuldet war. Wahrscheinlich war es wieder einmal Zeit für Sie, nachdem wir Freie Demokraten uns erneut zum Hebammenmangel geäußert hatten. Ich möchte insofern die Gelegenheit nutzen und auf ein weiteres Problem in der Geburtshilfe hinweisen. Es findet in diesem recht knappen Papier keine Beachtung. Wenn hier geschrieben steht, dass es das Ziel sein müsse, Schwangerschaft und Geburt so sicher wie möglich zu machen, dazu mal eine kleine Beschreibung der derzeitigen Lage. Die meisten Frauen, die in den vergangenen Monaten entbunden haben, taten dies ohne ihren Partner. Denn wenn es heißt, dass dieser beim Geburtsvorgang dabei sein könne, dann umfasst das nicht die 12 Stunden zuvor, die eine Frau alle 5 Minuten eine Wehe veratmet. Alleine, meist verängstigt und zunehmend erschöpft. Die Lage auf den Stationen ist meist so, dass sie dabei auch von Hebammen keine Unterstützung erwarten kann. Wie auch. Diese haben ja währenddessen noch einige andere Frauen zu betreuen und laufen am Limit. Da sind ein paar Wehen sekundär, aber eben nicht für die Betroffene, das ist sicher. Wenn es dann denn endlich losgeht, die Frau also schon erschöpft in den Kreissaal kommt,
darf der Partner dazukommen. Nun ist aber in vielen Fällen das Personal so überlastet, dass die Zeit fehlt, die Mutter anzuleiten, ihr zu erklären, was mit ihr gemacht wird, wer warum gerade in sie eindringt, einen Dammschnitt macht oder die Saugglocke zur Anwendung kommt, oder wer warum gerade auf sie draufsteigt, um von außen unter Anwendung von enormer Kraft mitzudrücken. Das sind Szenarien, die als Gewalt empfunden werden. Sie sind medizinisch sicherlich notwendig. Sicher hätte das Personal gerne mehr Zeit, um eine empathische und auf die Bedürfnisse der Schwangeren ausgerichtete Geburt durchzuführen. Diese Zeit bleibt aber oftmals nicht, weder vor noch während der Geburt. Was bleibt, ist eine, ja, den Staatsminister, stellvertretenden Ministerpräsidenten scheint es nicht zu interessieren, interessanter Kommentar. Was bleibt, ist eine traumatisierte Frau, die sich hilflos fühlte und die Geburt als gewaltvoll empfunden hat. Das soeben beschriebene Szenario sei hier exemplarisch. Natürlich ist nicht jede Geburt so, aber jede ist eine zu viel. Wir schaffen es, solche Situationen zu reduzieren, indem wir dafür Sorge tragen, dass ausreichend Personal zur Verfügung steht, um auch im Vorfeld der Geburt alle Szenarien zu besprechen. Wenn die Betroffenen das Gefühl haben, mitgenommen zu werden, erklärt zu bekommen, was passiert, empfinden sie den dann natürlich trotzdem kraftvollen Eingriff in ihren Körper oftmals nicht mehr als gewaltvoll. Ich erspare eine weitere plastische Schilderung. Ich möchte aber noch einmal betonen, dass es essentiell ist, dass Frauen das nicht alleine durchmachen. Leider haben die Kliniken zum Schutz vor Corona oftmals keine andere Möglichkeit gesehen als sehr restriktive Zugangsregelungen für den Partner. Hier wäre es dringend notwendig gewesen, die Kliniken besser zu unterstützen. Holen Sie das nach, werter Staatsminister Klose, und stellen Sie sicher, dass künftig Schwangere stets von Einlieferung bis Entlassung begleitet werden dürfen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, alles in allem werden wir uns zu diesem Antrag enthalten. Dieser Antrag ist eine durchaus noble Absichtsbekundung. Mehr und bessere Geburtshilfe, das wollen wir auch seit Langem. Angesichts der zähen und schleppenden Entwicklung wirkt der Antrag aber schon fast zynisch. Er liest sich, als habe der Verfasser stets schreiben wollen, es könnte ja auch schlimmer sein. Ja, es könnte auch schlimmer sein, aber das ist nicht unser Maßstab. Der Maßstab dieser Landesregierung müsste sein, es besser machen zu wollen. Ein stabiles Netz der Geburtshilfe aufzubauen, das Müttern eine sichere Geburt und Hebammen ein angenehmes Beschäftigungsfeld bieten. Stellen Sie sich vor, wir sprechen in einigen Monaten hier erneut über das Thema und Sie könnten tatsächliche Erfolge vorweisen. Wäre das nicht erstrebenswert? Wir finden schon. Daher, werte Kolleginnen und Kollegen der Regierungsfraktionen, liefern Sie kein Schmierpapier, sondern Inhalte. Wir werben weiter dafür. Es besteht großer Handlungsbedarf. Vielen Dank, Herr Abg. Pürsün. Für eine Kurzintervention hat sich die Abg. Anders zu Wort gemeldet. Ja, sehr geehrte Präsidentin, sehr verehrte Damen und Herren, ich finde es schon sehr beachtlich, dass man eine 20-jährige Forderung eines großen Hebammenverbandes in Deutschland als Schmierpapier abtut. Das ist schon ein Berufsstand, der Jahrzehnte dafür gestritten hat, dass er studieren darf, der jahrelang, jahrzehntelang schon unterbezahlt ist und jetzt es endlich schafft, dass es umgesetzt wird, ein solches Papier als Schmierpapier zu bezeichnen, das finde ich schäbig. Und was noch viel schäbiger ist, ist, dass Sie hier sagen, dass Sie Beispiele von Gewalt unter der Geburt nennen und sagen, mehr oder weniger, wenn der Partner dabei ist, findet das nicht statt. Und da kann ich Ihnen sagen, da sollten Sie mal dringend die Zahlen von Motherhood oder anderen Organisationen lesen, wo Sie sehen können, dass Gewalt unter der Geburt auch dann stattfindet, wenn der Kreißsaal voll mit
Personal ist, doch, das hat er gesagt, und wenn Partner und Partnerinnen dabei sind. Und Dammschnitte, Kristellern, wie Sie es hier gerade dargestellt haben, all das braucht immer eine Zustimmung der Gebärenden, egal wer da dabei ist oder nicht dabei ist. Und nur weil der Partner daneben steht und sagt, ja, machen Sie mal, ist es noch lange kein Eingriff, der ohne die Zustimmung der Frau passieren darf. Wir können gerne diese Debatte hier mal führen, aber da bin ich gespannt, ob Sie auch wirklich Argumente bringen, die evaluiert sind, die standhaft sind. Das, was Sie hier gemacht haben, ist schäbig. Vielen Dank, Frau Abgeordnete Anders. Herr Pürsün, möchten Sie erwidern? Nein, gut. Dann ist als nächstes die Abgeordnete Böhm für die Fraktion Die Linke dran. Danke sehr, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Die Akademisierung der Hebammenausbildung ist unbestritten ein wichtiger Schritt für die Aufwertung dieses guten und wichtigen Berufsfeldes. Deutschland folgt damit, Frau Anders hat es vorhin schon gesagt, seit mehr als 20 Jahren als letztes EU-Land der Empfehlung der WHO. Jetzt hat auch Hessen erklärt, wie es landesweit das Hebammenreformgesetz des Bundes, welches seit Anfang 2020 gilt, umzusetzen gedenkt. Der vorliegende Antrag, den wir bekommen haben, der ist teils Wort für Wort mit der Presseerklärung des Wissenschaftsministeriums übereinstimmend, schildert das ausführlich. Ich fand das eigentlich ausführlich. Nur halt hat alles Mögliche gefehlt. Ne? Aber die Details, in die Detailtiefe sind Sie durchaus reingegangen. Ich wehre mich aber trotzdem Ihrer Einschätzung, dass Hessen das ganz besonders zügig umsetzt, dieses Hebammenreformgesetz, nicht anschließen können. Der Modellstudiengang in Fulda 2011/2012 war wirklich ein tolles und erfolgreiches Vorreiterprojekt. Aber dann kam nichts mehr. Inzwischen sind so viele Bundesländer mit deutlich mehr Angeboten an Hessen vorbeigezogen. Inzwischen können werdende Hebammen auch in Heidelberg, Ulm, Berlin, Hamburg, Dresden, Lörrach, Stuttgart, Tübingen, Osnabrück, Jena, Bochum, Ludwigshafen, Mainz, Köln, Halle, Wittenberg, Hannover und Lübeck studieren. Also waren auch einige Bundesländer durchaus schneller in der Umsetzung des Gesetzes, wo bei uns ja auch die Standorte erst 22 oder 23 hinzukommen. Hessen bleibt mal wieder besonnen und trägt die schwarz-grüne Laterne. Aber warum? Ich hoffe mir heute dazu Auskunft. Warum gibt es jetzt, war es nicht möglich, die Kooperation zwischen der Hochschule Fulda und der Hebammenschule Kassel in einer anderen Form fortzuführen? Das bedeutet, dass in Nordhessen überhaupt keine Geburtshelfer und Hebammen ausgebildet werden. Sollen jetzt andere Bundesländer mal wieder die Aufgabe übernehmen? Oder gehen Sie davon aus, dass in Nordhessen keine Kinder mehr auf die Welt kommen? Und was ist mit den Hebammen, die ihre Ausbildung bereits absolviert haben und jetzt in einer Hebammenschule sind oder jetzt gerade in der Schule sind, gerade die Ausbildung machen und deren Ausbildung dann nicht mehr EU-konform ist? Sie werden Nachteile bei der Anerkennung ihres Berufs in den Ländern der Europäischen Union haben und demnächst auch in Bezug auf Gehalt und Arbeitsplatzsuche bei uns. Diejenigen, die jetzt einen Bachelor-Abschluss nachholen wollen, haben mehrere Jahre Studium vor sich, müssen ihre Arbeitszeit reduzieren. Wir werden sie in der Praxis massiv vermissen. Wenn man jetzt hier die längst überfällige Reform bejubelt von Seiten der Regierungsfraktionen hat, wo bleiben denn die Lösungen für die bereits ausgebildeten Hebammen in Hessen? Das sind etwa 1.500. Es gibt viele Beispiele aus anderen Ländern, wie das passieren kann, wie es Übergangslösungen geschaffen werden. Und es gibt Vorschläge, es gibt aber kein Konzept des Landes. Und das habe ich in Ihrem Antrag vermisst. Sie können doch nicht einfach nur sagen, wir machen jetzt Vollakademisierung. Uns interessiert uns überhaupt nicht, was mit den bisher ausgebildeten Hebammen passiert. In welchem Gesetz? Ich habe kein Gesetz.
Ich habe keine Verordnung, keine Umsetzungsrichtlinien von Hessen. Ich habe nur Ihren Antrag, und aus dem ergeht jetzt erst einmal überhaupt nichts. Es muss eine Übergangslösung geben, wie es beispielsweise im Vereinigungsprozess gab. Es muss Anpassungsmaßnahmen geben, die müssen Sie aber in Hessen umsetzen. Und es muss auch an die Anerkennung des Bachelorabschlusses geben. Ich freue mich durchaus, dass es künftig 142 Studienplätze statt bisher nur 120 Ausbildungsplätze für Hebammen und Geburtshelfer in Hessen geben wird. Aber angesichts des eklatanten Hebammenmangels in Hessen und auch der vielen Übergänge, die wir demnächst in den Ruhestand erleben werden, ist das wirklich nur der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Und ich kann mich jetzt gar nicht nachvollziehen, wie man sich angesichts dieser kleinen Erweiterung so groß feiern kann. Und Sie wissen doch selbst, dass Familien und gerade die Frauen ewig nach einer Hebamme suchen. Ich habe jetzt gerade im Nachbarort mitbekommen, 70 Absagen von Hebammen. Die Frauen schieben Panik. Sie haben Angst, dass sie niemanden finden, der ihre Geburt begleitet. Und es ist ein absoluter Luxus inzwischen in diesem Land geworden, wenn man eine Hebamme findet, die einen vorbereitet in der Geburt, vielleicht noch die Geburt durchführt und dann noch eine Nachbereitung macht. Das ist der absolute Luxussituation. Und ich denke, das ist wirklich eine unwürdige Situation bezüglich der Geburtshilfe. Und dass meine Skepsis begründet ist, zeigt nicht zuletzt der Blick in das im letzten Jahr nur häppchenweise veröffentlichte Gutachten im Auftrag des Sozialministeriums. Ich zitiere mal aus den Handlungsempfehlungen dieses Gutachtens. Die Bedarfsanalysen dieser Studie belegen einen deutlichen Mehrbedarf an Hebammen, der nicht zuletzt über einen entsprechenden Ausbau der Ausbildungskapazitäten abzudecken ist. Erschwerend kommt dazu, dass laut Befragung der werdenden Hebammen nur ca. 50% der angehenden Hebammen nach der Berufszulassung in Hessen verbleiben wollen. Aus diesem Grund sollte ebenfalls eine größere Anzahl von Studienplätzen als bisher verfügbare Angebote angeboten werden. Ich hege wirklich starke Zweifel, dass diese 22 zusätzlichen Plätze dem deutlichen Mehrbedarf dieses Gutachtens entsprechen. Und auch deswegen, weil andere Maßnahmen, die in diesem Gutachten drinstehen, ja weiter in den Sternen stehen. Der ambulante Hebammendienst, eine zügigere Anerkennung von Hebammen mit ausländischen Abschlüssen, Mentoringprogramme und Prämien für Berufsrückkehrende. Nichts davon findet sich auch hier, weder in Ihrem Antrag noch in der Realität. Umgesetzt wird von Ihnen nur das, was im Gesetz unbedingt notwendig ist. Und wie Sie auch wissen, wie es in anderen Gesundheits- und Sozialberufen ist, es ist ja wesentlich, dass man die ausgebildeten Kräfte auch halten kann. Aber auch da gibt es im Gutachten einige sinnvolle Hinweise zu besseren Arbeitsbedingungen für Hebammen und Geburtshelfer. Aber auch die Realität hier ist nicht so, dass man sagen würde, hier würde ansatzweise etwas umgesetzt werden. Und Ihr Antrag bietet da nur warme Worte und keine Handlungen. Seit 2008 ist in Hessen jede dritte Geburtsstation geschlossen worden, und das, obwohl im selben Zeitraum 18% mehr Geburten zu verzeichnen waren. Und man braucht wirklich kein Statistikdiplom, um festzustellen, dass diese zwei Werte nur schlecht miteinander zu vereinbaren sind. Natürlich waren von diesen Schließungen ganz besonders die ländlichen Regionen betroffen. Und das auch noch einmal zum Thema, wie stark Sie den ländlichen Raum schätzen und unterstützen wollen. Und wissen Sie, was dagegen helfen würde, gegen diesen Raubbau der Geburtshilfe? Gesundheitsplanung und politisches Handeln. Das fordern wir allerdings schon lange, nicht erst mit unserem Gesundheitsplan aus dem letzten Jahr. Wir erwarten von der Landesregierung, dass sie die Probleme der Geburtshilfe tatsächlich anpackt, dass sie eine vernünftige Planung und ein Konzept auf den Weg bringt. Und wenn jetzt die Regierungsfraktionen schon wieder anfangen, zusammenzuzucken und die Planwirtschaftskeule hervorholen wollen, schauen Sie mal in Ihr eigenes Gutachten. Da wird nämlich genau das gefordert. Da heißt es etwa, dass eine finanzielle Förderung von Krankenhäusern mit Geburtshilfe geben soll zur Sicherung der wohnortnahen Versorgung. Das ist Richtlinien zur Förderung, also mit einem Verweis auf Richtlinien in Bayern.
dass es eine außerordentliche Investitionsfinanzierung von Krankenhäusern mit Geburtshilfe geben und verweist da auf Berlin. Und auch dort ist ja nicht unbedingt die sozialistische Planwirtschaft ausgebrochen, sondern es wird einfach die staatliche Verantwortung wahrgenommen für eine flächendeckende öffentliche Daseinsvorsorge und für ein funktionierendes Gesundheitssystem. Aber in Hessen werden lieber Millionen Fördergelder gezahlt, um weitere Kliniken zu schließen, statt endlich mal Geld in eine sachgerechte öffentliche Gesundheitsplanung zu stecken. Lernen Sie doch zumindest das aus der Corona-Pandemie, sehr geehrte Damen und Herren der Regierungsfraktionen. Ich möchte mich aber zum Abschluss bei der Hessischen Landesregierung bedanken, das von Ihnen in Auftrag gegebene Hebammengutachten und die Handlungsempfehlungen entsprechen durchaus 1:1 unserer Vorstellungen linker Gesundheitspolitik. Ich finde das erfrischend. Allerdings gibt es zwei Dinge noch. Es erklärt natürlich, warum es auch ewig gebraucht hat, dass die Landesregierung dieses Gutachten und seine Handlungsempfehlungen veröffentlicht. Wahrscheinlich haben sie Ihnen selber nicht gefallen. Und es hapert ganz deutlich bei der Umsetzung. Das Gutachten passt nicht in Ihre politische Vorstellungswelt. Sie glauben immer noch, dass im Gesundheitswesen der Markt alles regeln soll. Und deswegen gibt es ja von Ihrer Seite auch keine Bemühungen, den GAU der UKGM-Privatisierung umzukehren. Deswegen gibt es bei Ihnen keine funktionierende Gesundheitsplanung. Deswegen gibt es auch keine ernstzunehmenden staatlichen Kontrollen von Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz in Pflegeheimen. Deswegen gibt es auch keine öffentlich getragenen Testcenter in Hessen und vieles, vieles. Frau Abgeordnete Böhm, der angekündigte Schluss müsste jetzt dringend kommen. Habe ich schon angekündigt. Aber ich ende gerne damit, dass ich große Hoffnung setze in den runden Tisch Geburtshilfe. Und ich hoffe, dass dort auch ordentlich Druck und von vielen anderen Eltern und Hebammen auch ordentlich Druck gemacht wird, dass zumindest ein Teil dieser Empfehlungen des Gutachtens tatsächlich auch in Hessen Realität werden. Ich bedanke mich. Vielen Dank, Frau Abgeordnete Böhm. Als nächstes hat dann die Abgeordnete Dr. Sommer von der SPD-Fraktion das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Seit dem 1. Januar 2020 gilt das Hebammengesetz. Ziel ist die Akademisierung, also die Überführung der Hebammenausbildung an die Hochschule. Dass das gut funktioniert, zeigt das Beispiel Fulda. Das von der WHO empfohlene duale praxisorientierte Studium stellt einen Baustein dar, um Geburtshilfe und auch Hessen als attraktiven Arbeitgeber bzw. Ausbildungsort für Hebammen nachhaltig zu sichern. Allerdings ist das nur ein Baustein. Ich vermisse sehr, was Hessen und die Landesregierung machen will, um die Geburtshilfe und die Hebammenversorgung zu stärken, so wie es der Titel verspricht. Vielleicht hätten Sie titeln sollen Akademisierung der Hebammenausbildung. Und in diesem Zusammenhang möchte ich auch noch einmal sagen, dass ich schade finde, dass wir hier in der Debatte erst einmal ohne den Sozialminister einsteigen. Ich hoffe nicht, dass das zeigt, wie sehr Hebammenversorgung und Gesundheits- bzw. Geburtshilfe Stellenwert im Sozialministerium hat, meine Damen und Herren. Es hilft eben nicht nur ein Baustein. Und ich möchte Sie noch einmal an Ihren Koalitionsvertrag erinnern. Da kündigen Sie das Hebammengeld an, die Versorgung mit wohnortnahen Geburtshilfeeinrichtungen, dass man Hebammen in Gesundheitskonferenzen einbildet, dass Sie bedarfsgerechte Versorgung vor und nach der Geburt sicherstellen und Maßnahmen treffen, wie eine bessere Vergütung erreicht werden. Wo ist denn Ihr Engagement, um die wohnortnahe niedrigschwellige geburtshilfliche Versorgung zu sichern? Wie haben Sie denn die Hebammenhilfe ausgebaut und erhalten? Wo sind denn Ihre Initiativen, um Gehälter und Honorare auch ohnehin, ohne die Akademisierung zu steigern? Was haben Sie bislang dafür getan? Ihr Hausaufgabenheft ist voll, Output geht gegen Null
um es in Schulnoten auszudrücken, ungenügend. Ihr Antrag entspricht nicht den Herausforderungen, Ihre Leistung nicht den Anforderungen. Hebammen sind unverzichtbar. Laut Hebammengesetz kann eine Hebamme eine normal verlaufende Geburt alleine bewerkstelligen. Ärztinnen und Ärzte dürfen das nicht. Es gibt eine Zuziehungspflicht. Hebammen müssen also immer dabei sein. Auch beim Kaiserschnitt, Sie sehen, ohne eine Hebamme läuft nichts. Und doch ist es so, dass wir auf einen Hebammenmangel zusteuern. Und die Geburtshilfen in Hessen sind ausgedünnt. Der Hebammenmangel hält langsam auch in ländlichen Regionen Einzug. Jedoch haben gesetzlich versicherte Frauen Anspruch darauf, begleitet zu werden, und zwar nicht nur während der Geburt, sondern auch nach der Geburt. Und das rückt das Gutachten, was gerade schon angesprochen wurde, in den Fokus. Wir haben es immer wieder thematisiert, dass die flächendeckende Versorgung in den Fokus gerückt werden muss. Und dafür müssen Sie als Landesregierung Sorge tragen, meine Damen und Herren. Wo sind denn Ihre flächendeckenden Angebote für Familien, die Unterstützung brauchen? Wo sind die Informationen und der gute Zugang zur Vor- und Nachsorge? Es hilft nicht immer nur, die Plattitüde aufzulegen, Kinder sind unsere Zukunft, Geburtshilfe und Hebammenversorgung sind wichtig. Es braucht Taten statt Ankündigungen. Wir sind den ständigen Ankündigungsmodus leid, denn es hilft nicht, die Sorgen und Nöte von werdenden Eltern zu beseitigen. Wie viele Klinikbereiche ist auch die Geburtshilfe von Personalverknappung, Arbeitsverdichtung, der Zunahme von Dokumentationspflicht betroffen? Vor allem sind Geburtshilfen oftmals defizitär, weil es sich erst mit 1.000 Geburten rechnet, also erst wirtschaftlich ist. Meine Damen und Herren, wir brauchen wohnortnahe Kreissäle und nicht noch mehr Schließung von Geburtshilfen. Aber wenn es dann in Hessen so weit ist, duckt sich Minister Klose weg. Und wenn Sie ein konkretes Beispiel haben wollen, sehr gerne. Nach mehrmaligen Vorsprechen und schriftlichen Hinweisen hat Herr Klose sich lieber nicht für den Erhalt der Geburtshilfe in Volkmaßen eingesetzt. Auch in Werder ist eine Geburtshilfestation mit bestem Ruf geschlossen worden. Und seit 2015 haben wir 7, die geschlossen haben. Damit sinkt die Versorgungsdichte kontinuierlich, was für die Frauen eben eine längere Fahrzeit bedeutet. Was ist denn mit Ihrem Programm Zukunftsprogramm Geburtshilfe eingemottet? Selbst den Sicherungszuschlag, den es ja vom Bund gibt, den das Land eigentlich nur weiterleiten müsste, das verweigern Sie denjenigen, die es benötigen, zögern Sie bis zum Ultimo heraus. Damit tragen Sie statt zur Sicherung zur Schließung bei, meine Damen und Herren. Oftmals muss eine Hebamme 3 Geburten oder mehr parallel betreuen. Der Zustand ist nicht tragbar. Deswegen finden wir das prima, dass Sie jetzt auf die 1-zu-1-Betreuung, die schon lange gefordert wird, fokussieren. Wir werden Sie an Ihrem Versprechen messen. Denn, meine Damen und Herren, bessere Arbeitsbedingungen sind das A und O, um die Klinik als Arbeitsort attraktiv zu machen. Aber eine, wie unsere Forderung, Personalmindeststandards einzuführen, die das ermöglichen würde, die lehnen Sie immer und immer wieder ab. Wir sind gespannt, wie Sie das schaffen. Sie wollen ein über Hessen breit verteiltes Angebot mit den Studienorten und ausbildenden Kliniken schaffen. Aber wir brauchen eben auch Hebammen in der Vor- und Nachsorge, meine Damen und Herren. Und es ist wirklich schade, dass Sie das mit keiner Silbe erwähnen. Ist doch das Wochenbett so wichtig? Gerade in dieser Zeit stehen ja Hebammen den Müttern auch in Krisensituationen zur Verfügung, helfen, dass Mutter und Kind zusammenfinden, unterstützen das Stillen. Wo ist da Ihr Ansatz? Wo? Eltern müssen sich doch darauf verlassen können, Geburtsorte und Hebammen als Stütze finden zu können. Und dazu braucht es Steuerung und Strukturen. Und das zeigt mal wieder, dass Sie auch in diesem Bereich weder Steuern noch die Strukturen haben. Das zeigt übrigens auch die Beantwortung der großen Anfrage zur nationalen Gesundheitsziel rund um die Geburt. Bremen, Brandenburg, Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen treiben mit umfassenden Informationsberatungs- und Präventionsangeboten rund um die Geburt
das voran, dass Eltern sich gestützt fühlen, Hessen auch wie bei der Impfquote statt vorn ganz weit abgeschlagen. Meine Damen und Herren, das geht auf die Kosten von Mutter und Kind, und das ist beschämend. Und da geht es zum Beispiel auch um die Stärkung der natürlichen Geburt. Vielleicht erinnern Sie sich noch über die Presseberichterstattung zu meiner kleinen Anfrage Kaiserschnittrate. Wir haben hier eine Kaiserschnittrate von 33%, Tendenz steigend, 47 davon sind geplant. Das ist viel zu viel, zumal es Studien gibt, dass Frauen natürlich gebären wollen, keinen Kaiserschnitt haben wollen. Ich habe die Anfrage nicht aus Jux und Dollerei gestellt, sondern weil sich Schwangere bei mir an mich gewandt haben, die nämlich zum Kaiserschnitt gedrängt wurden. Denn, meine Damen und Herren, ein Kaiserschnitt bringt mehr in die Kasse. Auch hier keine Initiative der Landesregierung, die natürliche Geburt zu stärken und Geburtshilfen finanziell besser zu unterstützen. Auch hier ist Hessen weit abgeschlagen. In Niedersachsen, in Bremen, in NRW hat man Maßnahmen zur Förderung der physiologischen Geburt ergriffen. Und was macht Hessen? In Ihrem Antrag sprechen Sie im letzten Punkt von der Forschung. Damit wollen Sie die Geburt sicher machen. Aber hier braucht es doch gerade auch praktische Erfahrung. Es braucht natürlich evidenzbasierte Handlungen, klar, aber keine unnötigen Interventionen, aus denen psychische, soziale und emotionaler Schaden resultieren kann. Natürlich ist auch die Ausweitung der Plätze fürs Hebammenwesen gut. Natürlich. Und ich hoffe auch, dass dort viele kommen. Aber bislang ist es doch so, dass nicht die Abiturienten diese Plätze nachgefragt haben. Ich wünsche Ihnen da gute Verrichtung. Wir brauchen Hebammen. Wir benötigen gute Rahmenbedingungen für den Hebammenberuf und auch für die werdenden Eltern und die Neugeborenen. Da macht Hessen eindeutig zu wenig, meine Damen und Herren. Und ich frage Sie nochmals, wo sind Ihre Konsequenzen aus dem Hebammengutachten? Wo sind die Ergebnisse vom runden Tisch? Was ist mit Ihrem angekündigten Hebammengeld? Wo sind die Antworten der Landesregierung, die Hebammenversorgung und die Geburtshilfe tatsächlich ganzheitlich zu stärken? Wo? Dafür, dass der Hebammenmangel bereits seit 2016 eklatant ist, ist Ihre jetzige Initiative, die der Bundesforderung folgt, ein Anfang. Sie haben viel Zeit verschlafen, um Hebammen und die ihnen anvertrauten Eltern und Kinder zu unterstützen. Ich fordere Sie auf, endlich umfassend tätig zu werden, zum Wohle der Geburtshilfe, für Prävention, für Hilfsmöglichkeiten und schließlich zum Wohle unserer Kinder, die einen guten Start ins Leben verdient haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abg. Dr. Sommer.